Erinnern Sie sich, was für eine Frage, selbstverständlich, erinnern Sie sich an meine Frage am Beginn der Getriebe-Clips, wie viele Gänge braucht der Mensch? Und ich hatte angeboten 1000 oder mehr. Tatsächlich haben unsere Schaltgetriebe, egal ob manuell geschaltet oder Automatikgetriebe, 5, 8 Gänge. Bei Nutzfahrzeugen haben wir auch 40 oder 70 Gänge, die nicht alle geschaltet werden, sondern man fährt dort zum Beispiel im 5. Gang an und schaltet in den 10. Also die Gänge bei unseren Fahrzeugen, auch bei Nutzfahrzeugen, sind begrenzt. 1000 oder mehr wäre wünschenswert. Und das gibt es als Automatikgetriebe. Das sind die CVT-Getriebe, Continuously Variable Transmission, alles auf Deutsch. Variable Kraftübertragung würde ich mal so ganz frei weg übersetzen. Manche staunen ja, oh, was das heute alles gibt. Und ich vergesse auch häufig mal die geschichtliche Entwicklung mancher Technologien einzublenden. Und Sie als Jüngere erinnern sich natürlich sowieso nicht, wenn, dann können Sie bestimmtes Wissen nur aus Büchern oder Filmen beziehen. Es gab mal eine Firma, die Firma, den Namen gibt es immer noch, DAF. Nutzfahrzeuge bauen sie heute noch. Diese DAF-Firma baute einen kleinen Pkw und den gab es nur mit Automatik. Mit dieser, das nannte sich damals noch nicht CVT, aber mit dieser Technologie. Und sie besteht in der eingeblendeten Animation, können Sie das ja nachvollziehen. Sie besteht aus, ja, man kann sagen, 2 Keilriemenscheiben, deren Abstand voneinander variabel ist. Also die Keilriemenscheibe Nummer 1 kann ich im Abstand variieren und die zweite Keilriemenscheibe auch. Und dazwischen läuft ein Transmissionsriemen, ein großer Keilriemen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt einen kleinen Durchmesser, den der Keilriemen auf der einen Scheibe hat, ins Verhältnis gesetzt zu einem großen Durchmesser bei der zweiten Riemenscheibe, dann habe ich doch ein Getriebe, ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis. Und wenn ich das ändern kann, indem ich diese Scheiben weiter zusammenfahre oder weiter auseinanderfahre, natürlich synchron bei den beiden Scheiben, dann ist mein Übersetzungsverhältnis stufenlos variabel. Continuously Variable Transmission. Und das funktionierte schon bei diesen uralten Fahrzeugen. Die waren zu der Zeit, ich denke, das ist vielleicht 50, 60 Jahre her, waren sie ein Segen für Behinderte, die wir schon mal angesprochen haben, für Automatikantriebe, die in der Nachkriegszeit gab es eine Menge beinamputierter Menschen. Und die konnten mit solch einem Auto fahren. Als Alternative gab es ein Dreiganggetriebe, ich erinnere mich so, von Opel und ein Halbautomatikgetriebe vom Volkswagen Käfer. Und den Trabant habe ich auch mal davon gelesen, gehört, dass es den auch als einfache Automatikversion gab. Und das war es. Und diese Technologie, die hat man natürlich weiterentwickelt zum CVT, zum modernen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Und ehrlich gesagt, ich zweifle daran, ob sie sich bis heute so richtig durchgesetzt haben. Volkswagen-Konzern hat einmal stark darauf gesetzt und dann sind sie still und leise so vom Markt verschwunden oder ganz wenige nur noch gewesen. Es gibt sie auch heute noch, aber nicht so ausgeprägt. An was ich mich am stärksten erinnern kann und Sie vielleicht auch. Es gab einen Reklamespot dafür, dass ein Mensch, der mit dem Auto in den USA liegen geblieben war, mit so einem alten amerikanischen Autos, das immer Schalldrucks durchführte, der nahm seinen Gummi-Elvis, Zappel-Elvis von der Scheibe und wurde eingeladen in einen Audi. Und das Erste machte er, weil er frustriert war, batschte seinen Elvis an die Scheibe und war nach einer Weile noch frustrierter, dass der Elvis sich da gar nicht mehr bewegte. Ich fand, das war eine wirklich gut eindrückliche Reklame, weil es zeigte, guck mal, dieses CVT-Getriebe, das schaltet so stufenlos, weil es gibt ja keine Stufen mehr. Der Fahrbetrieb ist so ruckfrei, dass sich selbst so eine Gelenkpuppe da nicht mehr bewegt. So, das war eine kleine Anekdote. CVT-Getriebe, Sie haben sich die Animation angeguckt. Man muss wissen, dass es so etwas gibt.
Und wer mehr Kenntnisse braucht, der muss sich da eben in anderen Medien auch noch schlauer machen. Und da mache ich Ihnen wie immer Mut zu.